Facebook-Events jetzt auch monetarisieren? Das geht. Facebook bietet die Möglichkeit. Unternehmen und Betreiber von Facebook-Seiten, Content-Creator und Co. haben nicht erst seit der Pandemie irgendwelche Online-Events auf Facebook durchgeführt. Ganz im Gegenteil. Ja, Veranstaltungen finden durchaus immer mal wieder statt und gerade jetzt während der Corona-Zeit natürlich deutlich vermehrt. Dabei gibt es zahllose Möglichkeiten, das mittlerweile zu tun. Live-Events durch Livestreaming, eben, ich habe Bier-Tastings, Wein-Tastings, Whisky-Tastings, Kochkurse, Yoga-Kurse, alles Mögliche findet mittlerweile online statt. Und Facebook bietet jetzt die Möglichkeit, das nicht nur online zu machen, innerhalb der Plattform, nicht nur zu organisieren und zu promoten, zu distributieren, sondern auch die Monetarisierung darüber abzuwickeln. Das heißt, Nutzer können sich dann direkt anmelden, können auch innerhalb von Facebook sofort bezahlen über das In-Stream-Payment, was ja schon zum Beispiel unter anderem bei Spenden und sowas ermöglicht ist und natürlich auch durch die Shops. Aber jetzt gibt es das halt auch dafür. In 20 Ländern geht es an den Start. Deutschland ist von Anfang an mit dabei. Nach einigen Tests, die gelaufen sind, wird es ausgerollt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch weltweit ausgerollt wird, ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Was ebenfalls sehr interessant ist, ist, dass erst kürzlich eingeführte Meetings, diese Meeting Rooms, die Facebook eingeführt hat, die Möglichkeit, eben Chaträume zu erstellen mit sehr vielen Benutzern, auch das ist in der Frage der Monetarisierung ein Stückchen weiter, denn Facebook testet auch damit. Das wiederum wäre natürlich für viele, viele Unternehmen wirklich ein sehr interessantes Feature, nicht nur für mich. Also auch solche Online-Sitzungen kostenpflichtig anzubieten, Webinare direkt innerhalb von Facebook zu veranstalten, das alles gewinnt ein Stückchen mehr an Attraktivität, wenn auch das Payment und die Abwicklung da ist. Und das bietet Facebook uns nun an. Und wie das Ganze aussieht, zeigt uns Facebook innerhalb des Blogbeitrags, was sie am 14. Januar freigeschaltet haben. Wir sehen hier die Ankündigung und auch, wie es in der Zukunft aussehen wird, wie es in der App aussehen wird. Übrigens noch kleine Randinfo: Sollte zukünftig natürlich das Payment über den Apple Store stattfinden oder über Google Payment, dann werden die Gebühren leider fällig. Aber ansonsten versucht Facebook das Ganze zumindest bis Anfang 2021 für alle Anbieter kostenfrei bzw. gebührenfrei zu halten. Also so, dass wir nicht noch als Veranstalter der Events extra abgeben müssen. So sieht's aus. Hier könnt ihr euch übrigens auch immer informieren. Auf about.facebook.com/news gibt es immer tolle Beiträge von Facebook, die Pressemitteilung, Ankündigung und alles rund um Neuigkeiten innerhalb des Unternehmens und der Unternehmensgruppe. Also ruhig mal reinschauen. Hier geht es aber jetzt erstmal Payments und Paid Online-Events, bezahlte Online-Events für kleine Unternehmen. Um das Ganze dann tatsächlich auch innerhalb von Facebook machen zu können, braucht es eine Genehmigung bzw. eine Verifizierung seitens Facebook, ob du als Veranstalter von diesen Events auch dazu berechtigt bist. Und so funktioniert es. Hier sehen wir den Genehmigungsprozess. Hier können wir schauen, ob wir tatsächlich für die Monetarisierung freigeschaltet werden können. Und das probieren wir mal aus. Also ich habe hier meinen Seitennamen ausgewählt. Das war in dem Schritt davor. Den zeige ich euch leider nicht, weil ich ganz viele andere Seiten noch administriere und das natürlich zum Datenschutz gehört. Und hier möchte ich mal einmal einrichten. Erstens Nutzungsbedingungen. Habe ich natürlich zugestimmt, die Zahlungen für Zahlungskonten einzurichten. Auch das können wir mal kurz machen. Da sage ich jetzt erstmal, in welchem Land ich tätig bin und beziehungsweise mein Unternehmen angemeldet habe. Und das ist natürlich in Deutschland. Ja, wo haben wir denn Deutschland? Na. In Germany steht es diesmal nicht. Also steht es wahrscheinlich unter Deutschland. Mein Unternehmen ist ein Einzelunternehmen. Mein echter Name ist Thorsten
Ising, meine Anschrift gebe ich jetzt gleich ein. Alle anderen Dinge, also das Unternehmen sitzt in Birkenweg Nummer 8 in Schlangen, Bundesstaat ist Nordrhein-Westfalen, das ist natürlich das Bundesland eigentlich, liebes Facebook. Meine Telefonnummer. Meine E-Mail-Adresse ist office@thorsten-ening.com. Da ist keine Sonderzeichen erlaubt. Okay. 0049. Okay. Tax-ID-Type ist meine Umsatzsteuernummer. Die hole ich mir mal gerade aus meinem Impressum. Die weiß ich natürlich nicht auswendig. Müssen wir mal einmal auf die Internetseite gehen. Sorry für den kurzen Umweg. Aber so seht ihr die vielleicht auch mal. Mein Impressum. Ups, natürlich haben wir das irgendwo. Die Umsatzsteuernummer und rein dafür. So. Mehr Felder sind es gar nicht. Zahlungen auf Facebook, meine Bank, meine IBAN. Ja, auch da gehe ich jetzt mal einmal weg. Beziehungsweise ich gehe auf mein PayPal-Konto. Mit PayPal anmelden. Ups. Erkläre ich mich bereit, dann ist die Kohle auch sofort da. Einmaligen Code senden lassen, das ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und hier nehmen wir einfach mal, schalte ich euch mal kurz weg. Hier machen wir die 9a. So sieht es aus, dem Gerät vertrauen und schalte ich euch wieder zurück. Facebook kann auf Folgendes zugreifen. Natürlich, ein paar Profildaten müssen sein, aber damit ist die Zahlungsabwicklung gewährleistet. Ich lasse mir also, falls ich Online-Events tatsächlich initialisieren würde, mich per PayPal bezahlen. Meine restlichen Daten sind klar. Mein Geburtsdatum ist auch bestätigt. Alles bestätigt und ich habe es geschafft. Ich darf also tatsächlich mich innerhalb von Facebook bezahlen lassen. Eine schöne Sache. Was kann ich also tun? Ja, die ersten Online-Veranstaltungen Facebook gibt mir sogar die Möglichkeit, da ein bisschen mehr zu lernen. Ideen für meine erste Online-Veranstaltung, die kostenpflichtig ist. Zum Beispiel Live-Talks, Q&As, Frage und Antworten oder Podcast-Aufnahmen oder Interview, Kurse, Unterhaltung, Quizze. Mal gucken, vielleicht mal hier mein Kneipenquiz mal online. Mal sehen. Also, coole Sache, eine schöne Möglichkeit, das zu tun. Ich freue mich wirklich sehr drauf, werde mich ein bisschen damit beschäftigen, auch weil es für mich natürlich in Frage kommt. Also, macht es euch schön.